Erneute Kontrollen in der Billstraße. Bezirksamt, Polizei und weitere Behörden haben am Dienstag Imbisse und gastronomische Betriebe in der Billstraße kontrolliert. In den meisten Fällen sind die kleinen Verkaufswagen ordnungsrechtlich nicht genehmigt. Bei den Kontrollen ging es unter anderem um eine fehlende Baugenehmigung, aber auch um Schwarzarbeit und Lebensmittelkontrollen. Wir haben in dem Fall Nutzungsuntersagungen in 9 Fällen aufgrund bauordnungsrechtlicher Mängel erlassen. Wir haben 5 Nutzungsuntersagungen aufgrund Lebensmittelprobleme erlassen. 18 Ordnungswidrigkeiten. Vor Ort finden wir fehlende Flucht- und Rettungswege, diverse unerlaubte Anbauten. Wir haben immer wieder das Problem gehabt mit Schädlingsbefall, fehlende Gesundheitszeugnisse, Gasflaschen, Betriebsmittel. Alles das wird hier nicht immer ordnungsgemäß gelagert. Seit dem Großfeuer im April kommt es in der Straße regelmäßig zu Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Einsatz am Dienstag war die 4. dieser regelmäßigen Kontrollen.